Ja, moin und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video gucken wir uns den ersten Shop, für mich zumindest, im neuen Jahr an. Und zwar das erste Video zum Shop auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht in das neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen richtig, richtig coolen Silvesterabend. Und ich muss sagen, meiner war bombastisch. Nichtsdestotrotz, ja, zeige ich heute natürlich heute Abend den neuen Shop. Denn dieser DJ Bob, ja, wird der Bob genannt. Der DJ Bob bleibt heute nochmal wahrscheinlich, weil er gestern komplett neu gekommen ist. Kuckuck-Outfit und so weiter, die gehen ja alle weg. Das wird alles neu kommen. Aber Leute, was ich nochmal ansagen wollte, ihr könnt gerne ein Abo da lassen, natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Ich bin sehr, sehr aktiv geworden, aber ich sehe, dass mehr als 60% meiner Zuschauer keine Abonnenten sind. Sie kriegen meine Videos zwar vorgeschlagen, schauen sie auch ganz gerne, aber haben noch kein kostenloses Abo da gelassen. Macht das auf jeden Fall. Ansonsten checkt nochmal, ob ihr meinen Creator-Code hier eingegeben habt. METE-8, da könnt ihr mich kostenlos unterstützen, ohne einen Cent zu bezahlen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an jeden Einzelnen. Ich habe auch gehört, wenn man das Ganze macht, mein Creator Tag angibt, soll man für 2019 Glück haben. Testet das Ganze doch einfach mal und gebt mein Creator Tag an. Dann würde ich dann mal sagen, fangen wir mal direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Okay Leute, wir haben einen sehr, sehr coolen Shop heute wieder bekommen. Wir haben auch eine neue Sache bekommen, aber was ist es? Darauf gehen wir gleich ein. Und zwar haben wir einen ungewöhnlichen Hängegleiter, und zwar den Taxi-Hängegleiter. Ja, ist jetzt nicht so mein Geschmack, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ist jetzt nicht das, was ich mir so erhofft habe im Shop. Nichtsdestotrotz ist es ein Hängegleiter, den man sich gerne für 500 V-Bucks holen kann. Würde ich jetzt persönlich aber nicht empfehlen. Aber wir gucken mal direkt weiter. Denn wir haben noch ein seltenes Erntewerkzeug. Die Stoppaxt lässt dich beim Hacken nicht stoppen. 800 V-Bucks für dieses Erntewerkzeug. Kann man auf jeden Fall machen. Es sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Das Stoppschild finde ich ganz cool. Und ja, für 800 V-Bucks ist es zwar jetzt kein günstiges Erntewerkzeug. Also ist zwar das günstigste, aber ja, ist nicht ganz günstig für das Erntewerkzeug. Denn so viel bietet das Ganze hier nicht. Dann haben wir nochmal den Berieseler, stilvoll berieselt. Und ich muss sagen, das ist einer der Emotes, die ich mir jetzt persönlich nicht holen würde. Ich finde den einfach übelst komisch. Der macht die ganze Zeit nur denselben Move. Kostet zwar nur 500 V-Bucks, aber ich weiß nicht. Ist jetzt nichts für mich, ich würde den nicht holen. Ihr könnt mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber das ist nichts für mich. Dann haben wir ein episches Outfit, den Riff Ranger. Ja, tauche ein ins Schlachtgetümmel. So, jetzt haben wir es, Leute. Ich bin immer noch todesmüde wegen Silvester. Aber ja, das muss, Leute. Dieses Video hier muss kommen. 1500 V-Bucks für diesen Skin ist auf jeden Fall ganz cool. Luftbehälter auch noch auf dem Rücken. Also, die finde ich ja richtig geil immer. Die Luftbehälter finde ich zwar fresh, aber die Skins an sich würde ich mir jetzt nicht persönlich holen. Ich finde, der bietet mir jetzt nicht so viel. Und 1500 V-Bucks ist meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Aber wenn ihr noch V-Bucks braucht, dann unten in der Videobeschreibung habe ich euch Xbox- und PSN-Karten verlinkt. Könnt ihr auf jeden Fall bis zu 5 Euro sparen und mich dabei unterstützen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Dann haben wir nochmal ein seltenes Outfit. Dynamo werde zum König des Rings, Teil des Lucha-Sets. Einer der Skins, die ich auch absolut nicht feiere. Es gibt ja noch den männlichen, also den Lucha gibt es ja auch. Finde ich auch nicht cool. Also das komplette Set gefällt mir einfach ehrlich gesagt gar nicht. Aber wem es gefällt, der kann sich das natürlich gönnen. Jeder hat seine eigene Meinung. Also wenn ihr den feiert, dann lasst nicht von anderen Leuten irgendwas einreden. Macht einfach das, worauf ihr Lust habt. Dann haben wir natürlich nochmal ein ungewöhnliches Emote. Komplett neu heute im Shop. Shaolin Sit-Up für 200 V-Bucks. Es ist wirklich sehr wenig, aber guckt euch das Ding mal an. Es ist irgendwie, es ist sehr eigen und sehr besonders. Der Geist bietet über den Körper, genau, so ist es richtig. Richtig komisch, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder irgendwie komisch finden soll, aber ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Dann haben wir heute nochmal das epische Outfit, dem Farbenkanonier mit dem Tasche der Freude Rückenaccessoire. Finde ich cool, also den Rucksack finde ich immer noch sehr, sehr nice, muss ich ganz ehrlich gestehen, für 1500 V-Bucks. Auch den Skin finde ich cool. Dann haben wir nochmal den Farbenbomber für 1200 V-Bucks, aber diesen Skin würde ich mir nicht holen, da er schon so oft im Shop war und der ist nichts mehr Besonderes. Und irgendwie finde ich den auch nicht so cool. Ja, dann haben wir natürlich nochmal Regenbogenwucht für 1500 V-Bucks. Richtig, richtig cool. Aber wenn das Ganze nochmal in der dunklen Variante kommen würde, dann würde ich mir den Donnerross definitiv kaufen. Aber den kann man sich natürlich auch holen. Ich persönlich finde den jetzt nicht so nice. Aber für 1500 V-Bucks definitiv ein Erntewerkzeug, was man sich holen kann. Ich glaube, man merkt, ich werde langsam wieder erkältet. Ich hoffe, diesmal trifft es mich nicht so hart. Aber für 1500 V-Bucks definitiv ein Erntewerkzeug, was man sich kaufen kann. Ja, die beiden Sachen oder die drei Sachen haben wir natürlich bekommen, aber wir haben noch eine Sache bekommen. Und zwar ja die DJ Bob. Ja, DJ Bob ist immer noch im Shop für 2000 V-Bucks mit dem Leuchtshow-Rückenaccessoire. Eine Disco-Kugel sieht sehr, sehr cool aus.
2000 V-Bucks für den Skin. Wenn man Bock drauf hat, kann man sich den natürlich gönnen. Natürlich nur mit dem Creator-Code METE-8. Wisst ihr ja. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch irgendwas gekauft habt. Wenn ja, was habt ihr euch gekauft? Und dann würde ich sagen, war es von diesem Video. Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert natürlich nicht vergessen, weiterpassen und natürlich auch die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls man die Abo-Box spielen sollte. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.